verschieden, ne? Das war also Samba. Ihr seht schon, sie haben ganz bestimmte Tanzschuhe an. Die haben eine Chromlädersohle. Die wird dann mit einer Stahlbürste aufgeraut und somit den Boden angepasst, dass die beiden nicht so sehr rutschen. Jetzt kommt ein Tanz, den habt ihr heute selber schon vorgeführt. Viele haben ihn schon einmal getanzt. Und zwar den Cha-Cha-Cha. Und somit sind wir in Kuba. Bei den lateinamerikanischen Tänzen wäre es wichtig, wenn sie etwas länger applaudieren, dass sie wirklich etwas mehr verstanden haben. Dankeschön. Nun kommen wir zu dem einzig weiblichen Tanz unter den Tänzen. Das ist der Tanz der Liebe, das Erwerben der Herren um die Dame, die Rumba, viel Vergnügen. Thank you.
Ja, meine Herren, Leidenschaft pur. Das wissen die Väter schon, wie sie heute Nacht reinlaufen sollen mit ihren Damen. So, wir kommen zu einem Tanz, den haben wir heute Abend noch überhaupt nicht gesehen. Und zwar den Paso Doble. Der Paso Doble, da denkt immer jeder, ja, er ist der Stier. Weil da geht es ja um den Stierkampf. Es ist ein spanischer Tanz. Und wirklich, man sagt immer, der Mann ist der Stier und die Frau, ja, welche Frau, das rote Tuch. Ist der Mann wirklich der Stier? Nein. Den Stier muss man sich denken. Er ist der Torero und sie ist das rote Tuch. Viel Spaß bei diesem wunderschönen spanischen Tanz. Paso Doble. Neu, ne? Den meisten ist damit aufgefallen. Sensationell, bitte, das war schon wieder. Kein Schuh mehr am Fuß, aber man tanzt weiter. Ja. Ist er kaputt oder? Klasse. Ja, ein sehr aufregender Tanz im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt kommen wir zum fünften und zum letzten der lateinamerikanischen Tänze. Der schnellste überhaupt. Vorstufe zum Rock'n'Roll sagt man auch gerne dazu. Wir sehen jetzt. Schuh wieder dran. Jawohl. Hebt er noch? Ich schmeiß noch weg. Den Jive. Viel Vergnügen. Der Jive. Non, 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 non
Dankeschön. Arina und Markus.